Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Indie-Horror-Game. Heute spielen wir Process. Wieder von diesem Setup aus, ihr kennt das. Es ist Ewigkeiten her, dass wir mal wieder so ein kleines Indie-Horror-Game gespielt haben. Und dieses Spiel habe ich auf GameJolt gefunden und es sieht ziemlich interessant aus. Nämlich sind wir in einer düsteren, dunklen, metallischen Cyberpunk-Umgebung. Das Spiel geht ungefähr 20 Minuten, bevor ein Unglück im Spiel passiert, in dieser Umgebung. Und wir müssen durch verschiedene Spielherangehensweisen versuchen, dieses Unglück zu verhindern oder neue Erfahrungen zu sammeln. An sich klingt nach einem coolen Konzept, sehen wir es uns an. Das Spiel kam irgendwie vor 7 Jahren raus und ich musste das Spiel tatsächlich wie ein richtiges Oldschool-Spiel erstmal installieren. Das heißt, ich habe das jetzt wirklich nicht nur als Datei auf dem PC, sondern als richtiges Icon. Okay, what the fuck? Die Umgebung sieht gut aus. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind in einem Zug. Hat ein bisschen was von diesem Neon-Cyberpunk-Spiel, was wir immer gespielt haben, falls ihr euch noch daran erinnert. Okay, ich kann mich nur umsehen, dann sehe ich so an die Seiten gehe oder mich irgendwie. Oh, das ist ein Point-and-Click-Spiel. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich habe feste Umgebungen. Wahrscheinlich so um die 20 Minuten Zeit oder was. Ah, okay. Sehr interessant. Irgendwas, womit ich hier interagieren kann? Nein. Okay. Die Umgebung ist sehr interessant. Eigentlich habe ich nichts, womit ich hier interagieren kann. Irgendwas an der Decke? Das hier sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich wusste nicht, dass das so irgendwie Point and Click ist. Was ist das? Menü. Alter, das ist ultra hochwertig, das Spiel. Was ist das? Ich sollte mich wahrscheinlich ein bisschen besser umsehen. Okay. Brauche ich wahrscheinlich eine Art Schlüssel. Wir machen mal ganz kurz die Brightness ein bisschen höher. Weil ich weiß, dass YouTube das wieder komplett kaputt ficken wird. Was die Helligkeit angeht, schauen wir mal auf den Sitzplätzen. Nichts. Hier auf dem Boden irgendwas. Ich will immer mit der einen Hand zum WASD gehen, automatisch, um zu laufen, aber es ist bei dem Spiel gar nicht nötig. Wahrscheinlich ist hier überall irgendwas versteckt. Okay, wir haben irgendwas gemacht. Haben wir ein Inventar oder so? Karte. Können wir jetzt durch? Oh, nice. Nice. Das Spiel soll übrigens sehr schöne Horrorelemente haben oder eine sehr unschöne Atmosphäre. Zeit bis zur Kollision. Okay, aufpassen. Try to contact the dispatcher. Nice system reboot. Oh, okay, wir brauchen eine ID-Karte. Verdammt. Mercy Braking System 03241.
Oh, das ist ein richtiges Rätselspiel, oder was jetzt? Oh, scheiße. Panel, this is required. Keycard accepted. System panel access granted. Okay. Successful. Okay, wir haben Zugriff zum Zug, aber nicht zu allem. Ich kann aber hier auch nicht mit einem interagieren. Das Spiel ist sehr interessant. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. ID-Cartridge. Okay, wir brauchen diese scheiß ID-Cartridge. Okay, ich hab's verstanden. Haben wir noch irgendwas im Inventar? Nein. Dann müssen wir das wahrscheinlich woanders machen. Oh, allein auch der Fakt, dass wir nach oben gucken können, ne? Das macht mich jetzt schon kirre. Ah, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay, okay. Wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon genau, was ich machen muss. Wo ich irgendwie was machen muss. Ich habe keinen Plan. Ist hier unten irgendwas? Was, wenn ich unten auf den Bildschirm klicke? Oh. Control Modus. Control off. Power on. Ich kann aber auch nicht mit allem interagieren. Was ist denn das? Okay, das Einzige, was noch zu lesen ist, dass das Emergency Braking System. Und daneben wahrscheinlich ein Fehlercode. Aber ich komme nicht rein. Ich komme definitiv nicht rein. Die Tür ist auch komplett nutzlos, ne? Okay, wir haben Strom angemacht. Oh, jetzt habe ich Angst zurückzugehen. Das Spiel ist sehr interessant. Sehr interessant. What? Wir sind hier auf jeden Fall nicht alleine. Hier ist auf jeden Fall sonst noch irgendwas mit uns. Ja. Interessant. Natürlich kommen wir jetzt hier rein. Na klar. Zange. Okay, Fehlfunktionen im kompletten Kontrollnetzwerk sind in letzter Zeit wesentlich mehr geworden, okay. Okay. Okay, es gibt Konflikte zwischen den künstlichen Kernintelligenzen des Zuges, der wahrscheinlich Unit 2 oder der auf jeden Fall diesen zwei künstlichen Intelligenzen, die haben so irgendwie so eine Art Konflikt.
Weißt. Okay, wir müssen die ganzen Shit hier wahrscheinlich irgendwie rebooten. Ach du Kacke. Muss überall gleich viel sein, oder was? Boah, das ist... Yay, durch Ausprobieren hingekriegt. Gefällt mir. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendwas gemacht. Myers. Okay, wir haben ein paar. Wir haben eine Zange. Da unten irgendwas? Was haben wir jetzt hier gemacht? Kann ich nichts Besonderes mitmachen, okay. Ist interessant, weil es gibt dann halt ansonsten auch absolut keine Hilfe. Das ist halt hier wirklich nur Point and Click und wahrscheinlich musst du es dann noch ein zweites Mal spielen, um es zu speedrunnen oder so. Es gibt dann eine sehr, sehr, sehr bisschen auch bedrückende Atmosphäre. Was ist denn hier jetzt passiert in dem Raum? Nichts. Hier ist quasi einfach gar nichts passiert. Inventar. Na komm. Nee, es bringt absolut überhaupt gar nichts. Aber es kann jetzt halt irgendwie jederzeit alles passieren, gefühlt. Okay, was haben wir denn jetzt schon rebootet? Power on. Okay, wir müssen noch zwei Module wieder in Gang bringen. Okay. Was ist das dort? Okay, wir haben sehr viel wiederhergestellt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit. Das ist doch scheiße. Hier noch irgendwas? Okay, wir gehen nochmal rüber. Außer ich kann hier mit irgendwas interagieren. Was ich noch nicht rausgefunden habe. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass du hier durch die Gegend durchgehen kannst. Also... Damit meine ich nicht nur halt so fertig vorgerenderte Bereiche oder Sichtweisen, sondern dass du halt auch wirklich was machen kannst. Dass du halt wirklich mit WASD rumlaufen kannst, aber das ist... Ja, wahrscheinlich ist das so sogar schon besser fürs Spielgefühl. Warum ist überhaupt gar nichts? Okay. Jetzt bei der Tür hier, wir haben irgendwas wiederhergestellt. Alter. Ist es dein Ernst hier? Warte. Ich habe keine Ahnung, ich habe absolut keinen Plan. Vielleicht habe ich auch schon was
Falsches gedrückt vorhin, was ich nicht hätte drücken sollen. An der Decke ist auch nichts. Hier ist nichts. Das ist einfach quasi der Generator. Hier kann ich eh nichts machen. Der wird komplett wiederhergestellt. Nee. Bringt absolut nichts. Kannst du die wieder hinlegen? Danke. Was hätte ich da oben eben was machen können? Nee, auch nicht. Oh, Alter. Was haben wir da vorne mit dieser Lampe vorhin gemacht? Ich versuche jetzt mal die Zange auf irgendwie gefühlt alles anzuwenden, was wir hier noch anwenden können. Hier irgendwie was aufmachen? Nee. Überhaupt nicht. Ja, alter Mann, ey. Ah. Okay, wir lesen uns das nochmal vollkommen durch. Die Funktionalität wurde wiederhergestellt. Das sind diese Kernmodule hier. System deactivated, okay. Die Zeit habe ich 7 Minuten. Alter, was soll ich denn machen? Ich kann ja auch mit nichts interagieren. Ich habe hier nichts, was ich machen soll, was ich machen kann. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, spielt das Spiel hier noch auf jeden Fall selber oder, keine Ahnung, schaut es bei irgendjemand anderem, der wahrscheinlich weitergekommen ist wie ich. Was ist das denn? Oh, ist das scheiße. Zweimal mal übel im Dunkeln. Cool, wir haben jetzt einen Schlüssel wahrscheinlich für draußen. Für das hier. Für das hier. Alter. Okay, was kann ich hier machen? Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder was angeschaltet. Das Unheimliche ist aber auch, dass hier... nichts weiter passiert. Oh, so viel dazu. What the fuck? Okay, wir drehen absolut ab. Ach du Scheiße. Ah, falsche Richtung, falsche Richtung. Wir haben nichts mehr im Inventar, ja. Das heißt, das Spiel muss uns jetzt irgendwas geben. Ah, ich hasse dich, verdammt nochmal. Game. Power on. Okay, es funktioniert alles. Was? Hier ist ein System Failure. Was soll ich dafür machen? Was soll ich da machen? Ist irgendwas, hat sich hier draußen irgendwas geklärt? Ist hier irgendwas passiert? Liegt jetzt hier irgendwas? Das haben wir wiederhergestellt. Wir haben wieder Power. Wahrscheinlich habe ich irgendwas noch nicht gefunden, mit dem ich interagieren kann. Irgendeine winzig kleine Sache.
Emergency Braking System. Okay, okay, okay. Wie war das scheiß Passwort? Das ist so fies, das Spiel. Das ist so fies. Ich glaube, wir haben noch so 3-4 Minuten. Wir können, ja, können mal gucken. 4 Minuten, okay. 03241. 03241. 3241. Lass mich rein, Alter! Oh, das ist unfair. Wow. Halten wir an? Wir haben angehalten. Keine Kollision. Was? Es hat nicht funktioniert. Wir fahren weiter. Müssen wir die Kacke jetzt rebooten? Irgendwas will, dass wir weiterfahren. 3. Drei was? Okay, 1. Das ist irgendwas, was ich nicht raffen kann, oder? Wir sind drin. Ah, aber ich habe nichts im Inventar. One back to last restored point. Ich raff das nicht. Ich raff nicht. Wir brauchen diese scheiß. Wir brauchen diese scheiß ID-Card. Aber wir haben keine Zeit mehr. Oh, wahrscheinlich sind wir kurz vorm Ende und ich raff's einfach nicht. Nee. Hier ist nichts. Okay. Was? Irgendwas bei den Sachen? Okay, jetzt passiert was. Wir haben uns irgendwie durch dieses wirre Rätsel durchgequält. Oh, sag bitte, wir halten an. Yes, yes, yes. Charon Station. Wir sind da. Haben wir es gelöst? Beim First Try? Was haben wir jetzt? Roter Schlüssel und die Car Bridge. Da haben wir die Wahl, wieder reinzugehen? Ich hätte gern die Wahl. Was ist das? Jesus, was ist das? Ja, weil die Kollision werden wir ja wohl vermieden haben. Schnell, schnell nach vorne, schnell nach vorne. Wir werden mit Sicherheit keine Zeit mehr haben.
Mein Lieber, renn nach vorne. Du hast die scheiß Carbridge, wir haben keine Zeit mehr, los. Leck mich. Hier, nimm. Ja. Ja, wir rebooten den Scheiß. Okay, haben wir es? Haben wir es? Ey, das hat übel Spaß gemacht. Das Spiel ist ein schönes Rätselspiel, aber ich hoffe, wir haben es jetzt. Wir sind durch. Und wir wissen nicht, was hier passiert ist. Irgendwas wollte den Zug crashen. Aber was? Ja, nee, ey, ich hätte nicht gedacht, dass... Ich hätte gedacht, ich muss euch am Ende sagen, Alter, hier guckt das bei irgendeinem anderen, wir schaffen es nicht. Alter. Das hat extrem Spaß gemacht. Das war nicht zu schwer, es war nicht zu kompliziert. Du musstest am Ende immer nur irgendwas suchen. What the fuck? Alter, sagt mir nicht, es geht weiter. Wasser durchs Rohr läuft. Fängt irgendwie Wasser ein. Ich kann weitermachen. Das System hat fehlgeschlagen zu laden. Okay. Und kritischer Error. System Failure. Unbekannt. Okay, der Notfallmodus wurde aktiviert. Wir sind zu unserer alten Route zurückgekehrt. Haben wir noch? Wir haben nichts mehr im Inventar. Oh. Heilige Scheiße. What the fuck? Ja. Wir hier nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich da drinnen noch irgendwas machen. Wir haben gehört, wie hier irgendwas durchgeflossen ist. Aber hier können wir nichts mehr machen, ne? Das komplette System hat ein Versagen. Hätte ich jetzt irgendwas machen sollen derzeit? Oder konnten wir es nicht verhindern? Thank you.
Okay, das war Process anscheinend. Sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Aber das Spiel sagt einem nichts, Alter. Ich weiß jetzt nicht mal, was am Ende jetzt los war. Wir kamen am Ende einfach nicht mehr raus. Wir konnten zwar die Katastrophe abwenden und mich hätte interessiert, was passiert wäre, wenn wir es nicht hätten abwenden können. Du weißt gar nicht, das ganze Spiel über weißt du nicht, worum du dich fürchten sollst, vor was du wirklich Angst haben sollst, außer dieser unvermeidlichen Katastrophe. Du weißt nicht, was will, dass du jetzt kollidierst, was verhindert es. Quasi, es ist halt einfach ein simples Systemversagen mit zwei, wie ich es verstanden habe, KIs, die halt den ganzen Schaden verursacht haben, was das mit dieser Station da irgendwie zu tun hatte, wo wir ausgestiegen sind, wie wir wieder schlussendlich in dem Zug gelandet sind, keine fucking Ahnung. Wir waren auch psychisch total im Arsch. Das Spiel war sehr gut. Das Spiel war sehr, sehr gut. Sehr hochwertig gemacht, als ob ich jetzt, keine Ahnung, das im Laden gekauft hatte. Tatsächlich, das Menü ist geil. Alles ist geil an dem Game. Okay, Process. Ich gebe dem, obwohl es halt so wirklich mini kurz ist, wir haben vielleicht eine halbe Stunde Aufnahmezeit, ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. Eine 7 von 10, weil du hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Horror reinbringen können. Das war jetzt halt wirklich Terror mehr. Anstatt den typischen Horrorfaktor, weil Zeit und Angst und die Rätsel waren okay. Rätsel war simpel, aber cool. Du kannst es bestimmt in unter einer Viertelstunde, 10 Minuten Speedrun, wenn du es halt wirklich durchrennst und alles auswendig weißt. Aber ich fand's gut. Ich fand's cool gemacht, sehr hochwertig gemacht. Soundtrack sehr schön. Und von Russen entwickelt. Nein, ist ja scheißegal. Sehr gut gemacht. Das Setting war auch sehr schön. Umgebung war sehr toll. So, würde ich sagen, steigen wir damit mal wieder ein. Ein bisschen mehr Indie-Games. Ein bisschen regelmäßiger den Shit jetzt raushauen. Gut. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war Process. Ciao.